Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Animal Crossing New Horizons. In der letzten Folge haben wir ganz viele Wege hingestellt im Schnelldurchlauf. Und ich finde, sie sehen auch richtig geil aus. Also die heben sich halt so ein bisschen von dem Weg ab. Wie findet ihr das, Leute? Auf jeden Fall geht's heute zu Ottokar. Der ist jetzt hier oben eingezogen, weil ich dachte, hier passt das hin. Ich habe leider nicht aufgenommen, wie es aussieht, wie ich das hier alles hingebaut habe. Aber ich habe jetzt überlegt, weil Ottokar ja so ein Oktopus ist, der so ein bisschen aussieht wie ein Takoyaki. Nicht nur ein bisschen, der sieht aus wie ein Takoyaki. Habe ich mir überlegt, wir bauen den heute hier ein bisschen fischmäßig hin. Habe ich mir so ein paar Sachen mitgenommen von diesem Fischturnier. Halt Dörrfisch, wo kleine Geschwister von ihm dran sind, hoffentlich. Die er aber alle nicht mochte, ganz klar. Die habe ich hier mitgenommen. Eine Kühlbox habe ich auch noch mit. Gucke ich gleich auch nochmal, wo die hin soll. Und so einen komischen blauen Anker habe ich auch noch dabei. Aber ja, noch gar kein Plan, wie das alles irgendwie hier hinkommen soll. Nee, da sieht er doof aus. So, Boden einmal leer. Und wenn ich gerade schon dabei bin, dann kann ich auch den Boden hier unten nochmal machen. Hier ist jetzt nämlich der Rudolf eingezogen. Der war erstmal noch ein bisschen weiter unten links, wenn euch das interessiert. Der ist jetzt auch erstmal nur hier, weil sonst hat mir da was gefehlt. Da hat halt Ottokar vorher gewohnt. Und ich werde das da auch noch umändern. Aber erstmal geht es jetzt heute um Ottokar. Naja, Leute, was kann ich so erzählen? Ich habe heute LOL gespielt, also League of Legends, 2 Runden. Und ich habe so richtig krass gemerkt, dass ich dieses Spiel richtig, richtig scheiße finde. Ich habe halt gar keinen Spaß dran. Ich bin dann trotzdem in ein zweites Match nochmal reingegangen. Obwohl ich schon nach dem ersten Match merkte, nee, hast gar keinen Bock. Aber einfach die Sucht kommt da dann trotzdem durch. Das ist richtig heftig. Ist so ein bisschen... Oh, hallo Ottokar. Ist so ein bisschen Selbstzerstörungstrieb, glaube ich, bei mir. Ottokar interessiert sich gar nicht dafür, dass wir sein Haus hier gerade verschönern. Na gut. Ich werde übrigens mal den Weg nochmal umändern. Ich finde das, glaube ich, geiler. Weil ja unten auch schon Holz ist, wenn wir hier oben auch alles mit Holz machen. Zumindest vor dem Haus von Ottokar. Aber ja, keine Ahnung. In LOL hat ja irgendwie die neue Season angefangen und ich will jetzt gar nicht so viel von LOL reden. Ich wollte euch nur wissen lassen, zum Beispiel den Jay, der macht sich jetzt bestimmt wieder Sorgen, weil ich das angesprochen habe, dass ich wieder LOL spiele, dass ich das Spiel echt doof finde und deswegen wahrscheinlich nicht mehr anfassen werde. Ja, ja. Dann mache ich hier oben auch alles voll mit Holz oder nicht? Ich glaube, es ist ganz geil, wenn das sich immer so abwechselt, oder? Dann ist das so eine Art Verlauf, die dann von Holz in so Stein überläuft. Ja, finde ich, glaube ich, gar nicht so scheiße. Also rein für Ottokar gefällt mir das erstmal schon mal. Weil ich will ja irgendwie, dass jeder Bewohner so ein bisschen seinen eigenen Style hat, auch vor seinem Haus und nicht nur in seinem Haus drin. Habt ihr übrigens mal bei Ottokar reingeguckt, das sieht so eklig aus bei ihm drin. Der hat so eine Zuckerwattemaschine irgendwie drin und sein Boden ist so ein Fake-Kunstrasen. Irgendwie, also drin finde ich den richtig hässlich. Ich werde dir noch so viel Zeug schenken müssen, dass er dann hoffentlich in sein Haus auch reintut, damit dir sein Haus gefällt. Aber er als Charakter ist schon witzig drauf. Und was machen wir jetzt mit dieser unteren Ebene? Die ist halt wirklich jetzt nicht so klein. Einfach alles voll mit Holz? Wird ein bisschen zu viel Holz werden, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, ich mache das alles mit Stein voll. Dass dann wirklich nur vor Ottokars Haus dann Holz ist, so wie das auch unten auf der Ebene ist. Und dann ist das einheitlicher, I guess. Was gibt's sonst noch zu erzählen? Am 31. März kommt das neue Isaac-DLC raus. Das letzte Isaac-DLC. Keine Ahnung, ob das irgendjemanden juckt. Also ich habe ja mal vor längerer Zeit, zum Beispiel auch beim Anfang von meiner YouTube-Karriere, wenn man das so nennen darf, ganz viel Isaac gemacht, quasi ausschließlich Isaac. Deswegen freue ich mich, dass das jetzt kommt. Am 31. März kommt das raus, wird 15 Euro kosten. Und der Edmund hat einfach gesagt, jo, ihr müsst dieses DLC kaufen, damit ihr das neue spielen könnt, ist klar. Aber man muss auch einfach alle DLCs davor haben. Das heißt also, man muss Rebirth haben, man muss Afterbirth haben, man muss Afterbirth Plus haben und dann kann man jetzt Repetence kaufen. Richtig der Gierschlund jetzt, ohne Witz. Also wahrscheinlich wird es dann wieder ein Bundle geben, dass man alles dann für, keine Ahnung, 20 Euro kauft oder so. Aber ein bisschen komisch ist das trotzdem. So, alles klar. Also ich habe jetzt hier so 2 kleine 4x4er-Felder gemacht. Ist quasi genauso groß wie so ein Haus, ne? Und da kann man doch richtig geil irgendwas in die Mitte tun, I guess. Was aber auch noch weg muss, erstmal dieser komische Schneeball. Was, man kann den nicht mit der Schaufel kaputt machen? Okay, das ist belastend. Aber diese Steine müssen hier auf jeden Fall auch weg. Die gehören hier erstens nicht hin, sondern die müssen in meinen Steinkreis. Beide! Die sind einfach beide hier gespawnt. Was ist das denn für ein Scheiß? Geh weg, du blöder Stein. Und dich mag ich auch nicht. Richtiger Steinhass und dieser blöde Schneeball kann auch weg. Und Leandro, du müsstest eigentlich auch weg. Hör auf, in dein Handy zu gucken. Was machst du überhaupt? Der folgt mir schon den ganzen Tag, dieser Leandro. Der ist richtig komisch drauf. Na gut, egal. Ich werde jetzt hier den Rest des Platzes auch nochmal kurz verlegen. Dann müssen wir gleich mal gucken, ob ich im Lager irgendwas habe, was man da vielleicht reinpacken könnte. Ich könnte mir so ein Bambusbad da drinnen gut vorstellen, weil das ist ja auch schon so eckig. Und dann einfach auf beiden Seiten. Und hier vorne vielleicht ein DJ-Pult oder sowas? Ja, komm, wir machen das einfach zu einer Disco, oder? Ja, doch, eine Disco finde ich geil. Ich laufe mal nach Hause und guck, was ich so habe. Hier mit diesen komischen Sofa-Dingern könnte man doch was machen, oder?
Wird zumindest zu einer Disco passen. Ich pack davon einfach mal ein paar in die Tasche rein. Wir können auch diese komischen Palmlampen hier mitnehmen. Die sehen auch immer ganz geil aus. Dann verfrachte ich quasi einfach nur meine Disco, die ja erst bei Heinz war, auf der rechten Seite. Die verfrachte ich jetzt zu Ottokar. Und dieses Zypressenbad, wie eben schon angekündigt, können wir dann auch mal mitnehmen. Und vielleicht noch eine Angelrutenhalter, einfach weil Ottokar ja nun mal ein leidenschaftlicher Angler ist, nicht wahr? Und den Zuckerwattenstand können wir bestimmt auch benutzen. So, ja, keine Ahnung. Hier vielleicht einfach mal eine Palmlampe hin und dann auf der anderen Seite... Ah, da geht gar nicht weiter. Okay, dann auf der anderen Seite vielleicht auch nochmal. Hat man das schon mal so ein bisschen eingerahmt. Ich finde doof, dass die da nicht weitergehen. Oh, die sind nicht mehr auf derselben Höhe, gell? Das ist ja richtig bescheuert. Vielleicht ist das Beste, wenn das einfach hier in die Ecke kommt. Dann baue ich einfach drumherum diese Sofa-Elemente. Können das eventuell gut aussehen? So, jetzt wäre da quasi eingekesselt. Man kommt da halt gar nicht rein. Und warum drumherum Leute sitzen sollten, während drin jemand badet, auch kein Plan. Die beobachten alle einfach den, der da drinnen nackt ist oder so. Aber das hier finde ich irgendwie gar nicht geil. Ich bin doch dafür, dass das Zypressenbett eigentlich in die Mitte von diesem Ding geht. Ja, das sieht schon viel geiler aus. Und auf der anderen Seite kommt dann einfach auch noch ein Zypressenbett hin. Einfach in einer dunkleren Farbe. Aber diese Sofa-Elemente würde ich trotzdem gern verwenden. Dann kommt hier in die Ecke nochmal so ein Eckelement hin. Hoffentlich das helle. Ja, okay, das helle. Das finde ich geil. Ich mag das ja sowieso, so ein bisschen mit Verläufen zu spielen, also dass nicht immer alles dieselbe Farbe hat. Dann machen wir jetzt einfach, dass hier zwei helle sind und dann wieder zwei dunkle und dann wieder zwei helle. Dann sind die so überkreuzt. Und fuck, mir fehlt ein Eckelement. Nein, mir fehlt ein blaues Eckelement. Belastend. Egal, dann packen wir hier jetzt erstmal noch das DJ-Set hin. Hier ist dann unser DJ am Werkeln. Und welche Musik packen wir da rein? Das muss ja irgendwas Disco-mäßiges sein. Oder so ein bisschen Chili-Milli. Ja, Kaka-Disco bietet sich natürlich an. Oder KK House? Finde ich, KK House finde ich tatsächlich auch chillig. Das ist so krass. KK Pop vielleicht? Nee. Ich meine, wir haben ja da quasi so ein paar Jacuzzis, gell? Zu so Jacuzzis. Das muss so ein bisschen Disco-mäßig sein. Aber auch chillig. Und ich finde, KK House passt da, glaube ich, am besten für, oder? Ja. Doch, das gefällt mir. Ja, KK House ist supi. Und hier packen wir dann noch die Musikboxen hin, einfach, dass wir hier auch ein bisschen Farbe drin haben. Also die linke Seite gefällt mir jetzt schon richtig gut, muss ich sagen. Wenn ich jetzt noch dieses Eckelement hätte. Aber das bestelle ich einfach für morgen, ist ja kein Problem. Gut, dann würde ich sagen, ich laufe nochmal kurz nach Hause, damit ich hier die rechte Seite nochmal besser machen kann. Da muss dann halt auch noch so ein Zypressenbad rein und dann mal gucken, wie wir das machen. Ich werde dann nicht mit diesen Sofa-Elementen arbeiten, sondern mit irgendwas anderem. Mal schauen, was mein Lager so hergibt. So ein kleiner Sofa? Nee, ich kann Bambus vielleicht? So ein bisschen Bambus-Theme? Ach, ist das schwierig. Ich habe auch so wenig Sachen in meinem Lager. Vor allem habe ich kein Zypressenbad mehr. Fuck, okay, dann nehme ich das von hier oben mit. Whatever, das DJ-Set können wir auch mitnehmen. Vielleicht können wir noch ein zweites Lager brauchen. Ich glaube nicht. Hat sowieso da oben rechts nicht hingefasst. Da muss ich da nochmal was Neues hinbauen. Zurück zur Baustelle. So irgendwie. Dann muss dieser Wandschirm noch ein bisschen nach rechts. Ja. Aber irgendwie auch nicht. Vielleicht dann dieses Paravent. Mit dem habe ich auch richtig Probleme, ne, mit diesem Paravent. Das war übelst teuer. Das hat 160.000 Sternis oder so gekostet. Und ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Weil der auch nur von der einen Seite irgendwie bemalt worden ist. Das ist richtig das weirde Teil. Ich finde es mega hübsch, aber ich weiß wirklich nicht, wo ich das hinpacken soll. Aber vielleicht passt das hier hin? Das ist wieder so klein, ne? Das ist halt auch kleiner als diese Bambuskacke. Dann vielleicht hier? Einfach dahinter? Statt diesen Anker? Ja. So, was habe ich denn eigentlich noch mitgenommen? Ach ja, hier so ein Fußbodenspot. Den können wir hier natürlich vor... Nee, nicht so. Warte. Hier. Na, nicht dahin. Du sollst es genau vor das DJ-Pult hin machen. Bitte hier hin. Nicht dahin, vor das DJ... Oh mein Gott, wie schwer kann es sein, so einen Fußbodenspot richtig hinzustellen? Ja, dankeschön. Und daneben dann halt noch einer. Genau. So, damit kann man doch auch schöne Sachen machen. Doch, ja, das gefällt mir. Vielleicht auf beide Seiten noch eine Lavalampe, die sind ja auch immer ein bisschen chillig. Und die geben halt alle diesen Disco-Flair wieder, finde ich, weil das alles so Neonlichter sind. Sorry, Anka, da musst du doch wieder weg. Kommt hier die zweite Lavalampe hin. Guck mal, die hat sogar eine andere Farbe. Ah, dann müssen wir die natürlich nochmal tauschen. Jetzt ist nämlich auf der linken Seite wieder helle Lavalampe und auf der rechten Seite dunkle Lavalampe. Aber dann bringen wir wieder den Art-Style, den Dizzy-Art-Style rein. Und sagen, die rechte Seite, wo das Bad dunkel ist, da packen wir die helle Lavalampe hin. Und auf der Seite, wo das Bad hell ist, kommt die dunkle Lavalampe hin.
Ich arbeite damit so gerne. Keine Ahnung, vielleicht ist das ein bisschen bescheuert, aber als Künstler, so wie ich es sein bin, muss da vielleicht ein bisschen bescheuert sein. So, das nimmt doch auf jeden Fall Struktur hier an. Ja, aber an sich würde ich sagen, passt das so, oder? Ich finde es jetzt nicht so scheiße, es hat auf jeden Fall Strukturen genommen. Viel besser als vorher, finde ich. Das ist jetzt so eine kleine Disco hier. Man kann hier chillen, man kann in beide Bäder reingehen. Entweder eins, wo die Leute einen beobachten, oder ein etwas privateres. Und auf der rechten Seite kann man halt noch ein bisschen spielen. Auf der linken Seite habe ich auch noch einen Dartautomaten gemacht. Und ich hoffe, Ottokar gefällt es hier. Mir gefällt es auf jeden Fall. Oben ist halt Ottokars Bereich, wo er dann sein Fischkram und so hat, sein maritimes Zeug. Und unten ist dann eine Disco. Vielleicht ein bisschen kacke für Ottokar, dass er da jetzt lebt. Aber ich mag's schon sehr. Ich bräuchte halt irgendwann nochmal irgendwie eine Bank, auf die man sich setzen kann. Ich habe kein DIY, um Bänke herzustellen. Mir gefällt das auf jeden Fall. Wenn euch das auch gefällt, dann lasst mal ein Like da. Yay. Und lasst mich wissen, wie ihr das findet. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.